So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Omnisi 2, heute unterwegs auf Waldhofen 2013. Lange ist es her, ich bin die Map mal vor 2 Jahren in Omnisi mal gefahren. Ja, hab mir gedacht, pack mal die Map mal wieder mal aus, weil an sich ist die Map ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich finde, persönlich. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, sage ich mal so. Ja, wir fahren mit dem Mercedes Citaro Facelift MU. Könnt ihr euch in der Web das runterladen. MU bedeutet einfach nur, es ist halt der Überlandbus, aber mit langem Radstand müsste, es hat eine 12,8 Meter oder sowas. Oder 13 Meter sogar, irgendwie sowas, glaube ich. So war das. Genau. Wir sagen, Schildermama mal hier. Ibis haben wir leider hier oben. Finde ich ja ein bisschen doof, aber es ist ein cooler Bus, definitiv. Fahrlinie 593-0002 müsste es eigentlich theoretisch sein. Nach Eschbeck. Weiße Matrix verbaut, sehr cool auf jeden Fall. So, 13:19 geht's los, heißt wir machen mal auch auf 13:19 Abfahrt. Weil Fahrplan ist relativ entspannt tatsächlich. Ja, ich versuche, dass jeden Tag jetzt momentan im November jeden Tag ein Video kommt. Hab gerade ein bisschen Zeit dafür. Ja, genau. Warte mal kurz, bis Loading AI gemacht hat hier. Dauert immer ein bisschen, leider. Oh, das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, genau. Ja, am Wochenende, Samstag? Ja, Samstag streamen wir wahrscheinlich wieder. Also Torben ist auch mit dabei. Wie immer eigentlich. Da gab es halt auch mal so 2 Kommentare, die mir eigentlich nicht gefallen haben. Von wegen, ja, versucht den wegzubekommen. Ich meine, wir machen halt manchmal nur alles, was hier ist, ist halt nur Spaß. Einfach nicht auf Ernst nehmen. Und dann ist gut, wie gesagt, es ist alles nur mal Spaß, wenn man ein bisschen ausarten und fertig ist. Ich meine, wenn das den Leuten nicht gefällt, dann müsst ihr es ja auch halt auch nicht gucken, ne? So sehe ich das. Soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein und nicht einfach nur stumm rumgefahren, rumgeredet sein halt, ne? Ja. So. Wollen wir mal losstarten hier. Ja, wie gesagt, Waldhofen 2013 gibt es in der Webdisk. Wichtig dazu ist nur anzumerken, wenn ihr die Waldhofen 2013 am Web fahren wollt, müsst ihr euch noch von David M. Waldhofen die Karte runterladen. Die ist von 2017, glaube ich. Genau. So. Oh, moin. Mal wollen wir mal losstarten hier. Ja, geiler Bus, wie gesagt. Gibt's in der Webdisk. Ist ein Reupload. Ansagen haben wir auch mitgeliefert. Ist relativ in Ordnung, muss ich sagen. Es steht da rechts. M1. Cool. Schönes Repaint. Boah, jetzt geht's das noch eine Weile bergab. Die Map ist bei euch mal im Winter tatsächlich mal fahren. Könnte interessant werden, wenn wir bergan anfahren müssen, weil es geht jetzt erstmal eine Weile bergab. Genau. Warte mal, ich möchte mal noch schnell einen Thumbnail machen. Ich drücke kurz mal Pause. Und ich könnte auch in der Zeit schnell vorspulen. Müsst ihr wissen. Oh, ich finde das ganz cool so. So. Ist die Beleuchtung noch an. Ey, ich muss sagen, guck mal, jetzt erst bei Regen. Regenreflektion und Nebel und Licht an und was weiß ich. Läuft die Map relativ sauber. Jetzt hat die Omnisi Ruckler Hammer halt noch da, ne? Das ist klar. Gut, bestes Beispiel gerade. Aber ich meine, es ist auch nicht auf jeder Map so, ne? Dass Omnisi so gut läuft. Objekte habe ich zum Teil an. Genau. Oh, Citaro GDH. Gelenkbus, okay. Cool. Gibt's auch nicht mehr. Die Busse, in Wirklichkeit. Wollen die mit? Nö.
Der Map hat übrigens, ihr braucht keinen, sag ich mal, Eigen-Content. Jetzt hatte ich meine Stadtbusfamilie immer in. Die alte hat man ja. Ansonsten ist die Map. Braucht man nichts extra, würde ich gerade behaupten. Nee, eigentlich nicht. Braucht viel Eigen-Content. Genau. Ja. Also von 1 bis 10 Map ist, muss ich sagen, dafür, dass jetzt schon ein paar Tage älter ist, sage ich mal. Sagen wir mal eine 8 von 10. Ist in Ordnung. Lässt die Schiff fahren. Performance ist super, wie ihr gesagt habt, man auch schöne Linien. Schulverkehr ist auch wieder am Start. Das finde ich immer ganz cool. So, Wunderwald. Wir sind eine halbe Minute zu spät. Was ein bisschen meiner Meinung nach besser sein könnte. Der Fahrplan müsste ein bisschen straffer sein, weil teilweise ist man hier 3 Minuten zu früh und so ein Kram. Das finde ich ein bisschen doof, aber mein Gott. Spult man eben kurz die Zeit vor und dann ist das so. Ja, Retarder haben wir leider nicht, nur ein Intarder. Ja. Ja, geht die Linie eigentlich. Ach Quatsch, der Fahrplan ist doch hier. Und die geht gar nicht mal so lange, ist eine relativ kurze. Vielleicht fahren wir sie auch komplett. So, jetzt fahren wir gleich durch diese kurze Wohnsiedlung. Ist auch cool gemacht. Es ist zu dunkel im Bus, ist klar. Ich habe schon das Licht angemacht, junge Frau. Mich verarschen oder was? Und sie lässt grüßen, also das muss man nicht verstehen. Wunderbar. Umsteigemöglichkeit zu Fuß in alle Richtungen. Wir haben eine Spielstraße, das heißt eigentlich Schrittgeschwindigkeit. Ich fahre hier keine Schrittgeschwindigkeit, weil wir wollen ja auch nicht einschlafen. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Genau. Was hängt da am Gang fest? Wollen die mit? Nö. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn als nächstes für eine Map sehen wollt oder Vorschläge. Ja. Fahrt zu jetzt hier, komm.
Fährt der Strüffler? Also, wie gesagt, so mein Thema ist halt gerade für Omsi Let's Plays gesehen. Ich will einfach wieder mal so Karten fahren, die eigentlich, sag ich mal, schon wieder so in Vergessenheit geraten sind oder auch Busse. Weil ich denke, es ist auch wieder ganz cool anzusehen, wie man das alles so im Jahr 2024-25 sieht. Genau. Meine alle anderen, oder meistens mache ich es ja auch so, wenn jetzt ein neues Add-on da ist, mache ich auch direkt ein Video davon. Aber man kann ja auch mal so alte Karten fahren, sag ich mal. So. Ah ja, in der Stadt leckt es ein bisschen rum hier. Bisschen spät angehalten. Ah, und hier, das meine ich, das ist jetzt 2 Minuten zu früh. Ah, ist jetzt egal. Ja, aber schon eine extra Busspur. Ist auch cool gelöst. Ja. Ja! Ist doch gut jetzt. Weiter, los. Jetzt. Ja, Bahnhof ist die Performance auch so ein bisschen mal so, mal so. Ah, es ist aber wirklich auch Bahnhof, die Performance ein bisschen kacke ist, sag ich mal, sonst läuft. Läuft sehr im Großen und Ganzen. Eigentlich. Ja. Oh, halt Bahnsteig 4. Guten Tag. Ach ja. Diese KI in Omsi allgemein, Alter, das ist auch ein Krampf, ist das. Mal links auch ein schönes Bahnhofsgebäude, herrlich. Fahren wir hier lang mit 20, da wollte mich verarschen oder was? Da könnte ich auch mal gleich, echt. Es nervt halt übelst, ey.
Wollen nicht mit. Nee, muss man lang. Hä, was ist denn das für eine Abbiegespur hier? Ach so. Ja, ist ja geil mit der Beleuchtung hier. Cool. Klinikum als nächste Haltestelle oder nicht? Naja. So, Eschenbeck steigt 2, da sind wir ja schon. Geht jetzt 10 Minuten Linie, glaube ich. 10, 12 Minuten oder sowas. Oh, ist mir anhalten, okay. Eieiei. Ja, perfekto, haben wir's. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst ihr ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.